Taubsi! Bist schon wieder weg? Die haut immer Alarm über die Sie! Naja, eigentlich ist es ja eigentlich so als egal. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rabens ist der Dicke. Und ich will euch nur kurz was erzählen, weil wir sind jetzt gerade hier unterwegs beim Marienplatz in München. Hier ist so ein, ist das ein Nordsee direkt? Ja, Nordsee. Hier ist ein Nordsee, ja. Wenn ich das rumdrehe, seht ihr keinen Nordsee, sondern ihr seht, ist so ein Beutel. Ich darf dir aber was sagen, gell? Wenn ihr Fisch esst, hallo. Wenn ihr wirklich Fisch esst, na, ihr zerstört die Menschheit damit. Das muss ich euch echt mal sagen. Ich esse kein Fisch, ich esse nur Fleisch. Gut, sehr gut. Sehr gut. Ich trinke Bier. Und Bier. Fleisch und Bier ist weniger übel von mir. Gut. Wir lassen mal die junge Dame kurz. Wenn sie ein Wort dagegen sagen, was passiert, ne? Und dann sagen sie der Regierung Bastard. Jetzt trinkt ihr auch ein Hannes sein Bier, was geht da ab? Schau's dir an. Bitte, nimm dir einen Abend Zeit, nur einen Abend. Denk einen Abend an mich, auch wenn du nicht an mich denken willst. Einen Abend, nimm dir einen Abend Zeit und schaust dir bitte an, bitte. Ich glaube, der denkt jetzt noch öfters an dich. Bitte, nimm dir nur einen Abend Zeit und denk dir dran. Er ist wohl so gemein, jetzt kommt eine junge Dame, hält hier stundenlang Predigt, wie schlimm es ist, wenn ihr Fisch isst und sonst was, ne? Obwohl sie nur das Bier schnorren wollte. Nein, die wird schon recht haben. Und was macht der Ismo, sobald sie weg ist? Zack, packt das Brötchen aus, erstmal Fisch gegönnt, so muss es machen. Ich habe mir keinen Fisch geholt, ja? So, dies ist das Seidinger Tor, das ist hier vorne, das ist das und das. Ist das Seidinger Tor, ey. Guckt euch das jetzt an. 2, 4, 6, 8, nee, nix. Kugelt jetzt da rein in die Leute. So, was filmt. Warte, ich mach's gleich nochmal. Okay, jetzt bereit? Ja, bereit. Oh, okay. Okay, und bereit. Kugel. Kugel da, Kugel da. Action Man. Ach, der Hauptsache. Ist Hauptsache hier. Die Maske auf. Hauptsache, ja, die Maske, genau. So, will ich nochmal ganz kurz zeigen, ne? Und das ist alles hier komplett zusammengeschnitten, so. Wir sind jetzt hier an einem See angekommen. Guckt euch das an, oh mein Gott, hier. Da ist Wasser, ne? Sonst wäre es wahrscheinlich kein See. Da ist eine Sonne, die kann man auflesen und raustun. Und hinter mir haben wir Stargäste, ne? Da ist nämlich schon wieder der Hannes. Da ist die Liz Platzbord und da ist der Ismo. Soll ich mal ganz kurz näher kommen, damit man euch überhaupt sieht? Dann packen wir das nämlich in den Vlog rein. Die wollen nämlich heute noch hier Musikvideo drehen. Hallo. Hallo. Und da Hannes, zack, moin, wisst ihr Bescheid. Aber was da gedreht wird, das seht ihr dann alles beim Ismo, ne? Ich mache immer nur mal so einen kurzen Einblick, was da so abgeht. In seinem kranken Kopf drin so. So, habe ich schon gesagt, ich hasse Leute mit Sonnenbrillen, ne? Guck doch mal, wie das aussieht. Aber der ist, wo gerade am Arbeiten ist, habe ich mir die jetzt mal aufgezogen, damit die nicht verloren geht. Die hängen nämlich da irgendwie im Wasser rum. Und das Wasser ist sehr mild, ja. Das ist auf jeden Fall richtig gutes Wasser. Ich habe keine Ahnung, was ich hier labe. Guck mal, eine Schlange gefunden. Oh mein Gott, guck dir das an. Wasserschlange. Das ist nicht lustig. So. Ich will noch mal kurz euch zeigen, was sie hier loslassen. Ne? Guckt euch das mal an. Da ist der Hannes. Ne? Da ist immer noch die Liz. Da der Ismo. Voll bei der Arbeit. Geht nochmal weg und dann nochmal trinken. So sieht das aus. Okay, und im Schneckenhaus. Genau, trinken jetzt, ja. Sehr gut. Und jetzt bleibst du. Hannes, kannst du noch ein Stück weiter rüber? Da, wo der Ramses gerade ist. Ich filme, wie einer filmt. Genial. Ja, genau. Das ist Rücken so rot wie die 5-0er Dose. So. Warte ganz kurz. Warte. Oh, Hannes ist weg. Was? Nach Hannes zockt und Hannes brennt, jetzt die neue Sendung. Hannes ist weg. So, wir sitzen jetzt hier im Biergarten. Wir haben nämlich jetzt Durst und haben auch Hunger und sowas. Und deswegen werden wir jetzt erstmal was essen im Biergarten. Und die klauen und jetzt klauen die auch nochmal ein Bier im Garten, ne? Oh, sind Schweiße runter! Ja. Ich trinke doch gerade nicht, ich muss ja aufs Essen warten. Pass auf nicht, dass das gleich runterfällt. Also das Ende von der Geschichte ist dann quasi, dass es so endet. Wie? So. Okay. Feierabend.